Ich möchte kurz jetzt mal noch als Einschub das machen, weil ich mich gerade daran erinnert fühlte. Sie sagten jetzt, verwendet den Ausdruck slangartig verwendet. Wenn ich doch jetzt Esperanto als eine Sprache mit dem Ziel sehe, mich weltweit zu verständigen, und jetzt sagen Sie, es gibt dann schon sozusagen so Subgruppen, die dann vielleicht schon eine andere Ausdrucksweise haben in der Sprache, die wiederum von anderen vielleicht nicht verstanden wird. Oder besteht diese Gefahr, dass Esperanto nicht auch irgendwie auseinanderbricht? Das ist eine Auffassung, die sehr lange, ich würde sagen auch bis heute noch, immer wieder Anhänger findet. Unter den nicht informierten Linguisten, die also sagen, ja, also Esperanto kann ja nichts werden. Die Sprache zerfällt in verschiedene Dialekte, nämlich weil Leute mit ganz unterschiedlichen Muttersprachen diese Sprache sprechen und dann ihre Eigenheiten dort einbringen. Und dann haben wir ein russisches Esperanto, ein chinesisches und ich weiß nicht was. Das ist nicht der Fall, das zeigt die Praxis, und das wird erst recht jetzt nicht der Fall sein können in einer Zeit, wo die Massenmedien für eine weltweite Verbreitung des schriftlichen und auch des gesprochenen Esperanto sorgen. Damit für eine Normierung So ist es, für sozusagen. eine Vereinheitlichung. Ja. Was jetzt den Slang betrifft, das muss man jetzt natürlich auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Es gibt einfach Erscheinungen in der Jugendkultur, auch der jungen Esperantisten, dass die einfach viel lockerer mit dem Esperanto umgehen. Eigentlich wie in jeder Sprache, oder Wie in nicht? jeder Sprache, so ist es. Aber nicht so locker wie in einer Nationalsprache, das ist vielleicht ganz gut. Aber das heißt, das Wesen dieses lockeren Umgangs ist, dass man die Wortbildung bis zum Äußersten ausreizt. Das ist ja in Ordnung, das ist ja sehr kreativ. Allerdings gibt es dann auch Erscheinungen, wo man dann schon anderer Meinung sein darf. Also Beispiel, ich kenne einen jungen Esperantisten, der mich immer grüßt mit Sluton statt Saluton. Nicht? Da ist also der Stamm in Gefahr. Nicht? Salut mit Slut. Nicht? Gut, ich meine, wenn man das schriftlich sieht, dann ist da so ein Häkchen drauf drin. Oder es gab auch mal eine Zeit lang gewisse Erscheinungen, dass man nicht mehr sagt, mi estas, sondern mi stas. Mi Das, also das. Das geht natürlich auch nicht. Nur das sind Dinge, die Auch sich, begrenzt bleiben, ja, stimmt. die begrenzt bleiben. Nicht? Aber das zeigt natürlich auch wiederum, erstens, dass es junge Leute gibt, oder auch, sagen wir mal, modernistische Leute gibt, wie auch immer, die derart schöpferisch mit der Sprache umgehen, dass sie auch die Sprache gar nicht so als internationales Kommunikationsmittel sehen, sondern einfach auch mit dieser Sprache spielerisch umgehen. Das ist auch wieder ein Zeichen, dass es sich wirklich um eine Sprache handelt, Die dann auch lebt. So ist es, genau, ja. Wenn diese Sprache denn nun schon so lebt und ja, lebendig ist und möglicherweise auch leicht zu lernen ist, sich in der Festung Ja, Raum, ja. um nochmal kurz auf, wie gesagt, auf diesen Filmbeitrag Ja, zurückzukommen, ja, ja. wieso hat Esperanto Probleme, sich dann überhaupt so, ich sag mal jetzt, durchzusetzen? Oder was heißt jetzt überhaupt durchsetzen? In dem Ja. Filmbeitrag wurde erwähnt, dieser Professor, er hieß nochmal Er hieß Huber, aber wir Dieter wollen ja Bohlen. jetzt keinen Rufmord Genau, betreiben. nein. Ja. Also er erwähnte nur, Esperanto hat sich ja nicht durchgesetzt, oder ja. nicht wirklich Ja. durchgesetzt. Inwiefern ist das richtig? Ist das richtig? Ist es falsch? Naja, Muss man das differenzieren? man kann wie gesagt sagen, im Jein, nicht wahr? Es ist so, wenn man die Vorstellung mit Durchsetzen verbindet, mit den Zielen, die der Begründer, nicht Schöpfer, der Begründer des Esperanto Zamenhof hatte. Ich war also Sprache für die Welt, zur Harmonisierung der Ethnien, zur Vermeidung interethnischer Konflikte, zur Erleichterung der Kommunikation und vor allen Dingen als zweite Sprache für alle, neben der Muttersprache etc. Wenn man das jetzt so als Zielvorstellung sich anschaut, das ist nicht gelungen. Ja, aber das hat ganz konkrete Gründe, denn wenn man sich die Geschichte anschaut, Bis jetzt nicht gelungen. bis jetzt nicht, bis jetzt, genau. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, in der sich die Bemühungen um das Esperanto vollzogen, Jahrhundertwende, 18., 19., Entschuldigung, 19., 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert des Beginns von großen Revolutionen in Europa, der Erste Weltkrieg, 20er Jahre gab es einen Aufschwung, dann kam der Faschismus. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wieder einen gewissen Aufschwung, aber nun haben wir die Globalisierung mit dem Englischen an der Spitze, was häufig sehr unkritisch hingenommen wird übrigens. Man sagt, Englisch ist Englisch und man kommuniziert halt, ja, man muss aber bedenken, dass die Position einer Sprache in der internationalen Kommunikation ein Ausdruck von Machtverhältnissen ist. Inwiefern? Naja, also ich meine, die politische Macht ist ja sehr bekannt und die ökonomische Macht auch, die hinter dem Englischen steht. Das sind einmal Auswirkungen der Kolonialmacht, das britische
Empire, das ist ja nun heute nur noch ein Empirechen, aber immerhin, nicht, die Vergangenheit wirkt da und heute ist das die führende, ich muss sagen leider, führende globale Macht, die USA, nicht, die also ja völlig skrupellos sind und dominieren in Wissenschaft, in Politik, in Ökonomie, nicht alle Bereiche, aber sehr viele und das wird dann häufig pragmatisch einfach akzeptiert. Unreflektiert auch. Unreflektiert, akzeptiert, ja, auch unter den Bedingungen. Sprachen. So ist es. Und andere Sprachen werden vernachlässigt. Und andere Sprachen verlieren an Gewicht in der internationalen Kommunikation. Das ist ganz deutlich, was das Russische betrifft. Auch was das Deutsche betrifft. Deutsch war mal eine international wichtige Wissenschaftssprache. Das ist heute kaum noch der Fall. Sodass diese Dominanz der großen Sprache. Und ich meine, gut, man müsste auch das Französische erwähnen, natürlich in verschiedenen Regionen auch das Spanische, also, aber vor allen Dingen ist es das Englische. Also die Dominanz einiger weniger großer Sprachen bringt natürlich nun nicht die Auffassung zutage, wir müssen nur alle unbedingt Esperanto einführen, sondern man sagt, also pragmatisch muss ich Englisch. Weil man sieht ja quasi nur, Englisch wird zurzeit überall verwendet. Ich meine, vor 100 Jahren war es vielleicht Französisch. So ist es, ja. Ob es Englisch in der Zukunft auch bleiben wird, ist ja auch völlig offen. Fraglich. Völlig offen. Und dann sieht man also eben genau aus der praktischen Sichtweise, ja gut, dann lernen wir das halt, weil das eh schon die meisten sprechen. Ja. Ohne zu überlegen, ist es jetzt der sinnvollste Weg, den wir gehen können. So ist es, genau. Also das heißt, die Rahmenbedingungen waren und sind denkbar schlecht für die Vorstellung, dass hier ist die Europäische Union oder die Vereinten Nationen sagen, also Esperanto ist ja so eine tolle Sache und die Leute sind so lieb und die Sprache ist so einfach. Also das ist doch logisch, jetzt führen wir die Sprache ein. Mhm. Und das war ja auch der Ausgangspunkt in meinem Interview, dass ich sagte, es gibt gegenwärtig keinen politischen Willen, die Großmächte haben ihre Interessen, es gibt keinen politischen Willen, das Esperanto in der Europäischen Union meinetwegen einzuführen, obwohl das Sprachenproblem wächst. Aber, und dann hat man Schluss gemacht und man hat mir gesagt, 40 Sekunden habe ich. Ja? Ja. Und ich habe dann natürlich weitergesprochen. Ja. Ich habe also gesagt, was unter den heutigen Bedingungen nicht realisierbar ist, kann sehr wohl unter anderen Bedingungen realisiert werden. Und deswegen, habe ich gesagt, muss man diese Frage genau prüfen und auch einen Bericht, ich habe sogar den Vorschlag gemacht, dass die Europäische Union einen Bericht erarbeitet, so wie seinerzeit der Völkerbund in den 20er Jahren, einen Bericht erarbeitet zum Thema die reale Rolle des Esperanto in der Kommunikation und ihr Potenzial für die Zukunft. Mhm. Dass man da einfach nur mal ganz für uns banale Sachen aufschreibt. Mhm. Ja? Dass es Leute gibt, die die Sprache sprechen. Also ich habe das immer wieder, ich habe zweimal im Europäischen Parlament gesprochen, im Rahmen von Kolloquien. Auch als Muttersprache, ne? Sogar. Ja, natürlich, auch als Muttersprache, ne? Und ich habe, also ja, Piron und Schubert und Frank und allerhand Leute, wir haben da unsere Vorträge gehalten und in der Diskussion sagt jemand, kann man Esperanto auch sprechen. Also man denkt, man sitzt vor Idioten, Entschuldigung, aber ich muss das mal so sagen. Und dann mussten wir, das heißt Piron und ich, dann noch so ein kleines Theaterstück vorführen, insofern, als wir jetzt auf einmal ein paar Sätze in Esperanto sagen mussten. Aber wir haben vorher stundenlang über die Rolle des Esperanto in der Praxis und ich weiß nicht was gesprochen. Das heißt also, die Leute hören gar nicht zu. Und sind so vernagelt und sagen, aha. Und das ist völlig außerhalb ihrer Vorstellung. Ja, das ist auch erklärbar irgendwo nicht. Oder ich erinnere mich jetzt im Mai vergangenen Jahres war das, da habe ich auch auf dem Kolloquium im Europäischen Parlament gesprochen und übrigens Vera Barandowska hat in Esperanto gesprochen. Es wurde übersetzt dann in die anderen Sprachen, Französisch, Deutsch und Englisch. Das war ganz lustig. So, und ich sprach über beispielsweise die Rolle der Literatur. Nicht ein Ausdruck von Sprachlichkeit, wenn ich Literatur habe, wenn ich einen künstlerischen Text habe. Und am Schluss fragt mich der Parlamentarier, der das geleitet hat, er hätte nur eine Frage, gibt es Literatur in Esperanto? Ja. Das soll man dazu sagen, nicht? Ja. Und darum ist es nämlich gut, wenn man sagen könnte, wisst ihr Leute, was die Zukunft des Esperanto betrifft, können wir ja verschiedener Meinung sein. Ihr seid der Meinung, es hat nie Sinn, andere sind der Meinung, vielleicht später, aber vielleicht können wir uns sogar einigen, dass momentan die Bedingungen nicht so sind. Aber man muss sich doch mit der Frage befassen und man muss doch auch Visionen haben und doch auch für andere historische Bedingungen etwas auf den Tisch legen können und nicht von vornherein alles wegwischen. Und dann sage ich manchmal, wenn ich besonders gut gelaunt bin, dann sage ich den Skeptikern, also wissen Sie,
für jede Wendung bin ich zuständig. Ich komme aus der DDR. Das heißt also, es gibt eine enorme Beschleunigung historischer Prozesse. Und wenn mir jemand sagt, also das Englische ist durch und dann sage ich, oh Gott, das Lateinische war mal durch, das Französische war mal durch, was ist durch? Das Russische hat eine enorme Rolle gespielt in Osteuropa. Und heute sind noch 3% in den Schulen der Schüler bereit, Russisch zu lernen. Also das kann sich alles ändern. Wenn die Amerikaner so weitermachen, ist das vielleicht auch eine negative Entwicklung. Aber das jetzt nochmal am Rande. Ich meine nur, wir sind nicht am Ende der Geschichte angekommen. Die hat erst begonnen. Entschieden ist also noch nichts sozusagen. Überhaupt nichts ist entschieden. Aber man muss natürlich das Modell pflegen, was im Kleinen funktioniert. Und da sind die Esperanto-Sprecher sehr gefordert. Beispielsweise auch auf fachsprachigem Gebiet so viel, wie man eben vielleicht machen könnte. Und man muss das Modell gut beschreiben. Und man muss auch den Leuten, die das Modell nicht kennen, helfen, es zu verstehen. Dass, wenn politische Entscheidungen anstehen, man sagt, naja, also die Sache ist so und so, wir gucken uns das mal genauer an, ob das für uns in Frage kommt. Also die Sache funktioniert. Man kann nicht mehr sagen, das gibt es nicht und geht nicht. Funktionieren tut sie. Und dann muss man überlegen, ist dieses Modell ausbaufähig? Also jetzt aus politischer Sicht ausbaufähig. Nein, gut, es gibt ja auch Leute, die Latein vorschlagen. Ich bin der Meinung, selbstverständlich könnte man auch Latein durch Sprachplanung modernisieren. Aber dann gibt es wieder große strukturelle Probleme, nicht? Das Latein mit seiner Grammatik und der Wortbildung. Und es ist die Frage, ob es tatsächlich auch in diesem Maße funktioniert, wie es jetzt Esperanto ja schon zeigt. Es ist ja auf allen Kontinenten vertreten. Ja, es ist ja durch in allen Sprachen, in allen Völkern sozusagen wird es angewandt und es hat seit über 100 Jahren bewiesen, so ist dass es also auf allen menschlichen Bereichen der Anwendung funktioniert. Ja. Wie es auch in fachlichen Sachen halt auch, zwar nicht in dem Maße, wie man es heute vielleicht bräuchte, weil halt die Wörter vielleicht noch fehlen, die man aber schaffen könnte, aber generell funktioniert es und das ist ja ein Experiment, sage ich mal, was man so nicht ohne weiteres durchführen könnte. Das ist richtig und man kann es auch nicht ohne weiteres wiederholen. Denn das ist natürlich auch eine Meinung, die man häufig hört, und sagt, naja, wenn die Zeit reif wäre, dass man eine Universalsprache braucht, dann setzen die Wissenschaftler sich zusammen, dann machen sie was wesentlich Perfekteres und so weiter. Aber da muss man dann eben sehen, diese Prüfung durch die Praxis, die braucht Zeit. Das ist doch jetzt zum Beispiel dieses Code, wo sich eben... Ja, das ist eine interessante Sache. Insofern, als dort ein Unternehmer, der wohl eine Ladenkette hat und offensichtlich auch viel Geld hat, diese Idee hatte, dass eine Universalsprache ja gut wäre, Globalisierung und so weiter, das ist ja erstmal zu begrüßen. Und dann hat er erst einmal nicht die vorhandenen Erfahrungen studiert und komischerweise auch nicht die gut bezahlten Linguisten, die teilweise ohne Job waren, die hat er dann gesammelt und die haben also nun einen Code. Er sagt, das ist keine Universalsprache, es ist ein Code, in den man die einzelnen Sprachen kodiert und man wieder herausnehmen kann und das ermögliche die Kommunikation so richtig, hat das eigentlich keiner begriffen, wie das gehen soll. Irgendwo steckt das Problem der Universalien da drin, dass man sozusagen die Universalien, die allen Sprachen gemeinsam sind, zusammenfügt und dann packe ich die verschiedenen Sprachen da drauf und unten kommen dann die anderen Sprachen, die ich übersetzen will, quasi heraus. Also, es ist auch für mich, ich weiß, ich habe es nur mal kurz gesehen, aber ohne jetzt Werbung zu machen für Esperanto, dieses Code hat für mich auch schon eher so einen maschinellen Charakter irgendwie auch. Ja, und auch schon gesagt. Wir lassen auch nicht so richtig durchschauen, was sie eigentlich wollen, die Leute. Ich habe dann dennoch ein paar Texte gesehen in Code. Die Texte sind ohne jegliche Merkhilfe. Das heißt also, wenn man solch einen Text sieht, denkt man sofort an eine a priorische, also an eine völlig erdachte Sprache, im Unterschied zu den sogenannten a posteriorischen, die also Sprachmodellen, die wir kennen, folgen. Das heißt, man findet kein bekanntes Wortgut da drin. Also ich frage mich, wie man das lernen soll. Man muss komplett neu anfangen. So ist es, nicht? Genau. Esperanto, es gibt zwei Leute, einerseits aufgrund des Wortschatzes, jetzt gut, die Europäer vielleicht einen Vorteil haben, weil vielleicht mehr romanische Wortwurzeln drin sind, als jetzt Chinesen vielleicht erkennen, während die aber möglicherweise wiederum Vorteil haben von der Grammatik, so dass die Strukturen wiedererkennen. Nakobus Grammatik und Strukturen. Es wurde auch erwähnt, dass Esperanto in den osteuropäischen Staaten deshalb stärker vertreten sei, weil es den Strukturen der osteuropäischen Sprachen oder den Eigenheiten näher steht. Ist das denn richtig? Oder
hat das irgendwie also, es tut mir ja leid, das ist kompletter Schwachsinn. Also, das muss ich sagen, dass mein Linguist-Kollege, wie das leider immer wieder passiert, sich geäußert hat, ohne dass er auch nur die entfernteste Ahnung hatte, worum es geht. Das ist übrigens ein Phänomen. Sie werden das nicht häufig finden, dass jemand, der keine Ahnung hat von Atomphysik, über Atomphysik urteilt. Aber das ist psychologisch und auch aus der Sprachgeschichte wahrscheinlich erklärbar. Ist es bei Sprachen und vor allen Dingen auch bei Esperanto so, dass man von vornherein weiß, das funktioniert nicht oder ist tot oder ich weiß nicht was, ohne dass man sich damit befasst hat. Und das ist natürlich eigentlich ehrenrührig für einen Linguisten, einen Professor. Esperanto hat ein gewisser Einfluss osteuropäischer Sprachen, ist auch im Esperanto konstatierbar. Wir haben allerdings eine geringe Zahl von Slavismen, slawischem Wortgut, was verwunderlich ist, denn Samenhof hätte doch eigentlich dort viel mehr nutzen können, hat er aber nicht. Dann, man kann sagen, dass sicherlich das Schriftsystem in gewisser Hinsicht beeinflusst ist durch slawische Sprachen, insofern aber auch nur, als eben einzelne Zeichen in der Regel ähnliche Laute wiedergeben, wie im Englischen ganz verschiedene. Das könnte man sagen, aber sonst, die meisten oder eigentlich alle osteuropäischen Sprachen sind flektierend, außer Ungarisch jetzt. Nicht? Das ist eine agglutinierende Sprache und Esperanto ist agglutinierend, das heißt also, man hat unveränderliche Wortteile, die man aneinander setzt. Bausteine nicht.